Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. So, wir haben mittlerweile den LKW voll. Wir haben 3:30 Uhr, haben schon wieder 12.000, fast 13.000 Liter hier drin und sogar 19.000 Methan. Dann würde ich mal sagen, der kann einfach mal losfahren, vielleicht sogar zweimal. Gucken, ob er selbstständig dann ablädt und auflädt. Er müsste ja wieder nach hier hinkommen. Außerdem bin ich noch dabei, immer noch Feld 43 und 49 ist das, glaube ich, hier mit dem Abfahrer abzufahren. Ist schon mühsam, weil ich jetzt mittlerweile auch den Kurs nicht mehr drin habe. Muss ich ihn halt selber fahren. Ist ja jetzt auch nicht so gravierend. Fahren wir mal zu einer Seite und nehmen dann den ersten Schwatt mit. So fährt er, einen Vorteil hat es natürlich, er fährt da nicht sinnlos hier durch die Gegend und fährt die Strecken ab, die er schon längst abgefahren hat. Weil Crossplay oder Autodrive, ich weiß nicht, woran es liegt, findet ja den letzten Punkt nicht mehr. Egal, was wir einstellen. Meistens ist das ja eine Bahn hier. Mitnimmt. Haben wir aber, glaube ich, die genau die richtige Bahn genommen. Die ist, glaube ich, nicht ganz bis durch. Ja, und sehr viele Sachen, die wir bearbeiten müssen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, nehme euch mal dazu, wenn es noch dunkel ist. Konnte er jetzt hier nicht überspringen, großartig. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich bin auch noch im Feld am Pflügen. Habe ich nicht gesehen. Ich müsste auch noch das Kartoffelfeld pflügen. 62 war das, glaube ich, unten am Hof. Bin die Sämaschinen am Umsetzen. Habe bereits zweimal Weizen. Kann dann wieder auf Tour, dann fährt er selber weg. Das ist schon mal. Hier können wir nächsten Punkt. Was machst du denn jetzt? Ach, der war wieder beim Vorgewende. Ich lasse ihn mal. Nächster Wegpunkt. Ja, das eine müsste Dinkel gewesen sein und das müsste Roggen sein, genau. Ich gucke so, dass ich zwei Felder mache. Ich habe bei den Weizengersten so die größten genommen, die wir noch frei hatten. Und bin jetzt Roggendinkel am. Ups, da steht auch was. Ach, da ist der Wender von Feld 11, 12. Muss ich auch mal wieder zurückfahren. Können wir hier was einfüllen? Nee. Noch nicht, ist noch voll, erst ab 4. Ja, und dann sind wir auch schon wieder in den LKW, der Rohöl zur Raffinerie bringt.
gucken, wie. Da sind jetzt 32.000 drin. Wie lange die ausreicht. So, wir dürften aber, wir müssen noch hier hin. Nee, hier ist, wo ist denn welches Feld hier? Da ist nämlich der Flug. Zugange gewesen, da können wir den Steinesammler dann hinsetzen. Die Ecke hat er ziemlich gut gemacht. Ich weiß nicht, wie die anderen aussehen. Deswegen fahren wir hier einmal rum. Dann kann er nämlich auf 62 schon mal. Jetzt sieht aber sauber aus, was er hier gemacht hat. Das dürfte der Schwader sein. Das sieht auch ganz gut aus. Ja gut, wir spielen momentan A2. Wir hatten ja Kalkwerk mit Steine voll gemacht, meine ich, in letzter Zeit mal. Aber da sollte genügend Platz sein, damit er die Steine, die er hier sammelt, auch. Das sieht aber ganz gut aus. Hier ist jetzt nichts und wir nehmen an, die andere Ecke ist auch vernünftig. Dann würde ich sagen, fahr du nach 62. Entweder kriegst du danach die 62, genau. Bisher hatte ich sie nicht gesehen, weil überall Unkraut drauf ist. Und wenn man Unkraut hier, unser Feld, glaube, ja, ist noch vor den Gemulchten. So, hier 42 müssen wir auf jeden Fall Steine sammeln. Und dann steht das auch zum Anpflanzen an. Er hat hier aber, glaube ich, weitergemacht. Ist jetzt einmal quasi umsonst gefahren. Aber ist immer noch dabei. Einmal tanken bitte. Und reparieren ist er schon. Ich stelle ihn, glaube ich, einfach mal hier rüber. Kann ich den offline wegsetzen. Drüben rein. Dann können wir hier die zweite Raupe nehmen und mit dem Steinesammler. Und losschicken zu 42. Schon lang nicht mehr gemacht. Steine gesammelt, meine ich. So, dann 42, genau.
Wir entsperren ihn mal, damit wir da reintappen. Oh, er ist zurückgekommen. Dann schauen wir mal. Wenn wir jetzt die Raffinerie anschalten mit Rohöl, wie lange wir brauchen. Rohölverarbeitung aktivieren. Zwölf Stunden reichen die. Ist nicht viel. Wir sollten aber vielleicht die noch abholen und die runterbringen. Sind ja dann nochmal 12.000 oder was das jetzt waren. Und können dann ja gucken. Dann waren das ungefähr 43.000 Liter. Wenn er die jetzt alle verarbeitet hat, was wir dann haben. 13 sogar. Was 14? Sagen wir mal 14, 36, 46.000 Liter. Ja, und Hackschnitzel wollten wir heute auch noch machen. So, der ist wieder am Feld. Das war natürlich jetzt an der falschen Seite. Wir haben ja auf der anderen aufgehört, aber wir können ja hier die fast volle Bahn wegnehmen. Und dann eben umsetzen. Lohnzahlung. Natürlich ist jetzt durch das Rohöl noch ein Punkt dazugekommen. Wie gesagt, ich will das hier erstmal fertig haben im Dunkeln. Dann wird es so langsam hell, würde ich sagen. Der Flug ist bei Feld 62 angekommen. Dann können wir den gleich anschalten. So, wir können mal kommen. Wir nehmen ihn hoch, dann setzen wir von hinten wieder an. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Noch 10. Fünf. Und ab geht's zum Abgeben. Oh, hier kommt er nicht weiter. Da müssen wir unterstützen. Und da war schon ausgeschaltet. Mama, bist du unten? Nee. So. Dann kommt er gar nicht mehr rum. Okay.
So. So hatte ich das gedacht. Und jetzt heb mal hoch. So, runterlassen. Ja, die Ecke ist gut. Geht nicht besser. Wahrscheinlich müssen wir jetzt bei den anderen auch unterstützen. Er fährt hier aber noch. Hat auch noch 65%. Ist jetzt bei den kurzen Bahnen angekommen. Da wird er natürlich oft umsetzen müssen. Ja, und hier haben wir wieder einen Streifen drin, was er nicht bearbeitet. Immer noch auf dem Weg. Bei 62 bin ich gar nicht reingesprungen. Jetzt können wir mal schauen, wenn er gespeichert hat. Erstmal Licht anmachen, damit wir sehen, wie der Traktor hier steht. Alter Kurs löschen. Neuer Kurs berechnen. Wie gehabt. Der fängt drüben an. Okay. Fahren wir mal eben rum. 18 Stunden sind wir jetzt. Das bedeutet, 22 Uhr ist er leer. So, erster Wegpunkt. Starten. Lass ihn da mal seine Arbeit machen. Oh, er ist. Hat auf jeden Fall gewendet. Also. Welcher ist das denn? Ach, auf 17, glaube ich. Ja, zieh. Und besser kann ich es auch nicht machen. Mit dem steilen Anstieg. Ja, dann fahren ja beide noch. Gut, super. Hier kriege ich, glaube ich, was rein. Wo? So, ein bisschen was. Jetzt müssen wir einmal Steine sammeln. Kein Kurs, wie gehabt. Generieren. Wo fängt er an? Drüben. Soll er wegbringen? Versuchen wir es mal. Kiesgrube. Kiesgrube. Ups, ein höher. Halbwerk schiebt gut Eingang. Dahin bitte. Hat aber noch ein bisschen was drin, aber ich schätze mal, er wird sich hier einmal hier leer machen müssen. Erster Wegpunkt. Dann fangen wir an zu sammeln. Dann haben wir das Feld auch vielleicht gleich noch zum Anpflanzen. Was haben wir denn? Schauen wir mal auf die. Wir haben Weizen, Gerste, 2 große Felder. Wir haben Roggen, 2 Felder. Dinkel weiß ich jetzt nicht, ob wir da schon. Tritikale haben wir noch nichts. Da müssen wir noch 2 Felder machen. Und das wär's auch eigentlich schon mit der Ansaat.
Und dann können wir immer noch schauen, welche Felder wir nach der Skalabahn abgeben. Wie viel haben wir denn hier schon drin? Der ist so tierisch laut. Wir haben hier schon 1,5 Millionen. Wir sind, glaube ich, mit unter 600.000 hier gestartet. Das wird er noch voll machen, habe ich so das Gefühl. Und dabei haben wir ja schon den Kompass da voll gemacht. Ich glaube, hast du? Nee, du fährst jetzt drauf. Okay, du brauchst, glaube ich, jetzt hier nicht mehr hin. Du kannst jetzt einfach mal wieder zu deinem Werkstatt fahren. Ja, viel rumgefahren ist er nicht, aber Werkstatt. Und dann schauen wir mal in gut 18 Stunden, was wir der hier mittlerweile dann produziert hat. Das wären ja dann, sag ich mal, Rohöl. Er produziert 5000 Liter, bei uns pro Stunde nur 2,5, weil wir ja 2 Tage im Monat spielen. 2500 mal ja 18. 25.000. Und dann, ja, dürften wir eigentlich das haben, was wir hingebracht haben, würde ich mal einfach schätzen. Ist das. Ja, hat der Fett wahrscheinlich genauso kalkuliert, dass er auch 5000 den Zyklus wegnimmt. Also, dass wir da jetzt nichts Großartiges aufbauen und hinter Rohöl verkaufen müssen. Raffinerie. Da ist er doch. Ja, hier nimmt er 5000 weg. Also genau das, was wir produzieren, das sind ja dann bei uns auch 2500. Und er verbraucht auch das. Nur mit jede Menge Strom. Viermal so viel. Okay. Ich weiß nicht, was das für ein. Ach so, er ist wahrscheinlich hier hingekommen. Einmal auftanken. So, und er steht wieder 43. 49, 43 müssten wir jetzt auch abgearbeitet haben. Jetzt ist er oben an dem letzten Stück. Gucken, wie wir hinkommen. Könnte aber gut möglich sein, dass es passt. Da kommen die Schwaden. Das ist, glaube ich, eine volle Schwade. Wir müssen hier einmal rum. Haben es fast verpasst. So, hier kommt sie nämlich an. Ja, ist nicht wenig, was man hier auch in der Nacht zu tun hat. Weil ansonsten wird der morgigen Tag, können wir da nur mit 1 spielen. Und sag ich mal, wenn wir weniger schlafen, dann bekommen wir auch eher gesagt, wenn irgendwas voll ist, wie zum Beispiel bei den Holzfällern, die waren ja, die haben ja vorsorglich
schon leer gemacht. Waren ja über 300.000 drin. Die sind auf jeden Fall nicht mehr ins Sägewerk gegangen. Ich musste einige Paletten auf den Träger stehen lassen. Ich habe jetzt auch ein bisschen was noch angeschaltet. Ich glaube, bei den Paletten nochmal eine Extraschicht, quasi Überstunden, damit ein bisschen was verbraucht wird. Weil Holz haben wir ja noch jede Menge. Wir haben volles Lager da. Und die Fettlager wollen wir uns ja auch mal angucken. Aber wie gesagt, das kann man sich besser angucken, wenn man damit zugange ist und auch im Hellen. Wie gesagt, wir haben jetzt, wenn Zell wird, genug Methan für die Flaschenproduktion. Dann würde ich gucken, dass ich da schön einen Stellplatz finde, wo wir das dann gemeinsam aufbauen können. So, du bist immer noch drin. Dann nehmen wir dich mal raus. Manuell gestoppt, das stimmt. So. Nächster Wegpunkt. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein, hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Ciao, ciao.